Es ist kein Beruf, das ist ein Stück Leben. Ein schönes kleines Haus und das ist ja schon fast familiäre Atmosphäre und das macht hier richtig Spaß. Das ist was anderes, als wenn man so ein großes Haus, das ziemlich auch unpersönlich sein kann. Aber hier, ja, das familiäre. Es ist kuschelig und gemütlich und es hat noch den Charme eines alten Theaters. Nicht so dieses kalte des neuen Theaters, sondern es ist so ein warmes, gemütliches. Die Atmosphäre ist schon alt und nostalgisch und das macht natürlich für jede Künstler sehr, sehr viel Spaß, wenn man in so einem Ambiente auftreten kann. Herr Inspektor, ja. Ich muss Sie bitten, mich zu verhaften. Aber warum denn? Also das Theater Arnstadt ist eins der ganz, ganz wenigen Theater in Deutschland, das von einem Verein betrieben wird. Es ist ja so, dass das Theater verschiedene Genres bedient. Konzerte, Kleinkunst, Musiktheater dazu zählt, Operette, Oper, Musical. Das Schauspiel kann man hier erleben. Sind Sie sicher, dass das Hasenbraten war? Nein, das war falscher Hase. Gerade die Ergebnisse unserer Eigenproduktion Ihnen ans Herz zu legen, weil da junge Künstler oder auch ältere Künstler aus der Region für die Region spielen und wir diese Produktion nicht nur mit sehr viel Engagement präsentieren, sondern auch diese Produktion beim Publikum sehr gut ankommt. Das ist das Schönste, was einem Haus eigentlich passieren kann. Dass es nicht nur ein Anlaufpunkt ist für bestimmte Jahrzehnte von Publikum, sondern dass wirklich Kinder von 4 bis Erwachsene bis 84 hier in diesem Haus zusammenkommen.